Bonak. Falstab Rescue. Bonaks IRS. Fest in eine Einsatzüberjacke integriert, dient das einfache System zum Halten, Retten und zur Selbstrettung. Immer einsatzbereit verbunden durch den Karabinerhaken mit der in die Jacke integrierten Rettungsschlaufe. Die Selbstsicherungsschlinge bietet ein einfaches Handling beim Sichern und Positionieren. Sobald Reißverschluss und Abdeckung der Einsatzüberjacke verschlossen sind, wird die Verschlusspatte an der Jacke geöffnet. Karabiner und Rettungsschlaufe bilden einen Ring. Das IRS ist einsatzbereit verschlossen. Nach einer kurzen Funktionsprobe wird die Verschlusspatte geschlossen und ist so vor möglicher Beflammung geschützt. Das System ist jetzt sofort einsatzbereit. Zur Verwahrung wird das Verbindungsmittel in Buchten zusammengelegt. Das IRS wird flach in die Aufbewahrung geschoben und anschließend mit der Patte verschlossen. Feueralarm. Die Zeit läuft. Bei der Vorbereitung gilt es, jeden unnötigen Handgriff zu vermeiden. Jede Vereinfachung spart wichtige Sekunden. Die bevorstehenden Aufgaben erfordern ein flexibles Handeln und volle Konzentration. Das IRS ist einsatzbereit. Der Feuerwehrmann ebenfalls. Jetzt muss es schnell gehen. Jeder kennt seine Aufgabe. In der Bewegung ist das IRS kaum spürbar. Komfortabel zu tragen und ideal auf die Arbeitsabläufe abgestimmt. Dank der Position auf Brusthöhe erleichtert das System den Aufstieg mit angelegtem Atemschutzgerät. Das IRS ist direkt zugänglich und ermöglicht eine schnelle Sicherung. Die Position auf der Leiter ist stabil. Beide Hände sind jetzt frei. Das IRS wird wieder einsatzbereit verstaut und so vor einer möglichen Beflammung geschützt. Im Seitenkriechgang kommt es zu keiner Beeinträchtigung der Bauchatmung. Das IRS gewährt eine hohe Bewegungsfreiheit. Kommt es zu einer Notsituation, kann der Kollege sofort und ohne weitere Vorbereitung handeln. Der Verunglückte kann schnell und kräfteschonend aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich geschafft werden. Das Anheben mittels Feuerwehraxt oder Herligentool ist problemlos möglich. Dabei überstreckt sich der Hals, die Atemwege bleiben frei. Steht eine Drehleiter in Anleiterbereitschaft, kann der Verunglückte mittels IRS sofort in einen sicheren Bereich gerettet werden. Zur Überprüfung des IRS wird zunächst die Selbstsicherungsschlinge vom Verbindungskarabinerhaken gelöst. Stattdessen wird eine Einziehschlaufe mit dem Karabiner verbunden. Die integrierte Rettungsschlaufe kann jetzt problemlos aus der Führung der Einsatzjacke gezogen werden.
Als erstes wird der Anschlagring auf mögliche Schäden wie Verformungen oder Risse überprüft. Das Ergebnis wird in der Prüfkarte vermerkt. Im nächsten Schritt wird der Anschlagkarabinerhaken auf Funktionsfähigkeit getestet. Bei der Selbstsicherungsschlinge wird kontrolliert, ob mechanische, thermische oder chemische Beschädigungen vorliegen. Dasselbe gilt für die Rettungsschlaufe. Auch in den Nahtbildern dürfen keine sichtbaren Mängel existieren. Als letztes wird die Funktionsfähigkeit des Verbindungskarabinerhakens geprüft. Wieder mit der Einziehschlaufe verbunden, wird die Rettungsschlaufe zurück durch die Führung der Einsatzjacke gezogen. Die Selbstsicherungsschlinge wird in Buchten gefaltet und in der Aufbewahrung verstaut. Durch einen Reißverschluss wird das Innenleben der Einsatzjacke zugänglich. Die richtige Position der Rettungsschlaufe kann so kontrolliert werden. Bornax IRS entspricht den Anforderungen der DGUV. Bornax. Oben bleiben.